Willkommen zu einer weiteren Einheit der ISM Statistik 2 Aufgabensammlung. Dieses Mal mit einer Aufgabe zu Anpassungstests. Schauen wir uns die Aufgabe einmal im Detail an. Im letzten Halbjahr wurden die folgenden Verkaufszahlen für ein Produkt realisiert. Prüfen Sie mit Hilfe eines geeigneten Tests, ob bei einer zulässigen Fehlerwahrscheinlichkeit von 5% das Produkt konstante Abverkaufszahlen aufweist. Hier als Anmerkung: Konstante Abverkaufszahlen, die Verkaufszahlen sind gleich verteilt. Was machen wir, um diese Aufgabe anzugehen? Wir übernehmen zunächst die Häufigkeiten, wie angegeben, und summieren diese auf. Zusätzlich betrachten wir die relativen, erwarteten Häufigkeiten. Es ist hier die Angabe gleich verteilt über die Monate, das heißt, jeden Monat soll der gleiche Anteil vorliegen. Bezogen jetzt relativen, ich habe 100%, 100% gleichmäßig aufgeteilt auf 6 Monate, bedeutet, in jedem Monat haben wir eine relative Häufigkeit, eine erwartete relative Häufigkeit von 16,67%. Jetzt können wir entweder diese mit der Gesamtanzahl der Verkäufe mal nehmen oder wir teilen einfach die Gesamtsumme, die 1509, auch durch 6. Und dann bekommen wir mit einem Wert von 251,5 die erwarteten absoluten Häufigkeiten. Wie gesagt, hier haben wir eine Gleichverteilung, das heißt, diese Werte sind für jeden Monat gleich, identisch. Und damit können wir jetzt auch direkt übergehen und unsere Teststatistik berechnen. Für die Teststatistik, eine Chi-Quadrat-Statistik, vergleichen wir die tatsächlichen Verkaufswerte und die erwarteten absoluten Verkaufswerte. Wir quadrieren die Differenz, wie hier angegeben jeweils, und teilen das Ganze durch die erwarteten Werte. Das heißt, jetzt mal für den Januar, da haben wir 260 als tatsächlichen Verkaufswert minus erwartete 251,5, das Ganze zum Quadrat, und geteilt durch die erwarteten 251,5. Das machen wir für alle 6 Monate. Das heißt, wir haben hier 6 verschiedene Terme, die berechnet und danach aufaddiert werden müssen. Wie gesagt, wenn man diese einzeln ausrechnet, kommt man mit dem Zwischenschritt zu einem Endergebnis von 0,5626. Das ist dann unsere Teststatistik, mit der wir gleich unseren Test durchführen. Bevor wir das machen, brauchen wir allerdings noch eine weitere Statistik, nämlich eine Referenzstatistik, die sich auf das vorgegebene Fehlerniveau bezieht. Die Referenzstatistik für einen Anpassungstest bekommen wir, indem wir uns den Wert Chi-Quadrat i minus 1, 1 minus Alpha aus der Tabelle für die Chi-Quadrat-Verteilung raussuchen. I, das ist hier die Anzahl der einzelnen Abschnitte, also das heißt, wir haben hier 6 Monate, also ist unser i gerade 6. Unser Alpha, das war die Fehlerwahrscheinlichkeit, die wir vorgegeben haben, die lag bei uns bei erlaubten 5%. Das heißt, wir setzen i gleich 6 und Alpha gleich 0,05 ein und erhalten dann, dass wir aus der Tabelle den Wert chi Quadrat 5 0,95 nachsuchen müssen und hier übernehmen als Referenzstatistik. Dieser Wert, wenn man in der Tabelle nachguckt, ergibt sich als 11,07. So, was machen wir jetzt? Wir haben eine Teststatistik, wir haben eine Referenzstatistik. Wir vergleichen diese beiden. Schauen uns die beiden an. Unsere Teststatistik, Chi Quadrat empirisch, beträgt hier etwa 0,56. Unsere Referenzstatistik etwa 11. Damit ist die Referenzstatistik eindeutig größer als die Teststatistik. Und wir können schlussfolgern, dass unsere H0-Hypothese nicht verworfen werden kann. Was bedeutet das jetzt? Was war die Nullhypothese im Rahmen eines Anpassungstests? Im Rahmen eines Anpassungstests hieß die Nullhypothese, wir haben keine Abweichung von der vorgegebenen Verteilung. Das heißt, wir müssen annehmen, dass unsere Werte der vorgegebenen Verteilung folgen. Also, angewendet auf unser Beispiel, die Verkaufszahlen weichen nicht signifikant von einer Gleichverteilung ab. Das ist dann unser Ergebnis für die komplette Aufgabe, die damit auch beendet wäre. Ich hoffe, es hat Ihnen geholfen. Sie haben etwas hierfür mitnehmen können. Und wenn Sie weitere Aufgaben in diesem Stil suchen, besuchen Sie doch auch den Rest
der ISM Statistik 2 Aufgabensammlung. Bis dahin noch viel Spaß und auf Wiedersehen.